Da wird sich Julian freuen. Mach's nicht, Wayne! Du zerquetscht ihn! Das ist der Zweck der Übung! Wayne! Typisch Wayne. Der primitive Einfall eines primitiven Hirns. Ich konnte nichts dafür. Julian hat das gewollt. Ich hab's schriftlich. Das ist ja eine altmodische Wäschemangel. Genauso ein Modell habe ich erst neulich im Haushaltsmuseum gesehen. Manchmal frage ich mich, wenn wir uns mit Begeisterung auf jede neue reinigungstechnische Errungenschaft stürzen, vergessen wir da nicht, dass wenn es um wirklich hartnäckige Flecken geht, manchmal nur die gute, alte, brutale Gewalt hilft. Ja, was haben wir denn da? Ein nostalgischer Gruß aus der Vergangenheit. Sowas haben unsere Vorfahren benutzt. Probieren wir sie aus. Ich hol die Kernseife. Das ist nichts weiter als eine harmlose Phase. Und die ist sicher bald wieder vorbei. Hopp, hopp, kleines Pferdchen! Jetzt haben wir den Salat, Tony. Die alte Mangel hat sie mit einem bösen Bacillus infiziert. Sie haben den totalen Nostalgietick. Steigt auf! Ziehen wir mit meinem neuen Elektroplanwagen der Sonne entgegen! Und lächeln! Ist meine altmodische Kamera nicht einfach göttlich? Wir haben sie über den neuen Nostalgiekatalog bestellt. Da gibt es alles, was das traditionsbewusste Herz begehrt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage. Doch was soll ich tun? Hey, möglicherweise weiß ich eine Lösung. Tony, bestell deinen Eltern vielen Dank. Es ist so großzügig, dass sie uns ihr Blockhaus überlassen. Tapfer wie die ersten Pioniere, nehmen wir den Kampf gegen die Wildnis auf. Zur Hütte ist es noch ein gutes Stück. Bleiben Sie auf dem Weg, dann ist es ganz leicht zu finden. Ich hab keinen Bock auf den stinkigen Sumpf. Ich doch, Wayne. Hier lernt ihr Brüder teilen und zusammenhalten. Später werdet ihr uns für diese Erinnerungen dankbar sein. Ich brauch keine Erinnerung, ich hab eine Glotze. Ich kann nur hoffen, dass dein Plan aufgeht, Tony. Ich kann meine Ahnen förmlich riechen. Zu meiner Zeit sollte man den Vätern natürlich mehr Respekt. Jungs, von nun an heißt das Sir für euch. Ob es damals wohl auch so viel Ungeziefer gab? Bleib auf dem Weg, Wayne. Hier lauern überall Moorlöcher. Du willst doch nicht in die Sumpfstatistik eingehen. Bleib auf dem Weg, Bettmesser! Hinterhältige Ironie! Geschafft, Schatz! Wie idyllisch! Das ist ja ein Haus wie in einem Horrorfilm, wo alle, die sich drin verstecken, von blutsaugenden Zombies angegriffen werden! Ach, wie herrlich! Das einfache Leben! Hier könnte ich den Rest meiner Tage verbringen. Was stinkt hier so? Ich vermute mal, das ist das natürliche Aroma reiner Luft. Na, wie auch immer, es muss weg. Der Wunderbaum wird für Abhilfe sorgen. Hey, gleich kommt Profi-Catchen. In der Wildnis gibt es kein Kabelfernsehen, Wayne. Du solltest dich damit abfinden. Dann müssen wir eben selber catchen. Free und Fettstyle. Den Schmalztopf hab ich. Wer hat Lust auf ein leckeres, altmodisches Spiegelei? Nein! Da! Ein paar Handgriffe und hier ist alles wieder blitzblank. Es gibt keinen Strom. Willkommen in der guten alten Zeit. Kommt mit, Jungs. Wir fällen jetzt einen hohen, stolzen Baum und machen Brennholz. Wir sollten Mutter Naturs Schätze unberührt lassen. Hier liegt genug abgestorbenes Holz herum. So haben sich die heldenhaften Pioniere in früheren Zeiten aber nicht verhalten. Was, Wayne? Nein. Nein, was, Wayne? Ach so, nein, Sir. Klingt schon besser.
Schleimer, hättest du in der Schule besser aufgepasst, wüsstest du vielleicht, dass manche Beeren für den menschlichen Verzehr nicht geeignet sind. Und dass die, die du im Mund hast, besonders giftig sind. Alles Nähere erfährst du von deinem Verdauungssystem, Bruderherz. Und zwar ziemlich bald. Wirklich äußerst heldenhaft. Der Feind, er lauert überall. Hinterlistig und heimtückisch schlägt er zu. Zum Glück sind wir gut gewappnet. Wir bringen Holz für den Ofen mit. Und auch was Gutes zu futtern. Nein, ihr bringt nur Dreck ins Haus und vor Krankheitskeimen strotzende Insekten. Auf welcher Seite steht ihr eigentlich? Komm schon. Bevor künftige Archäologen unsere eingefrorenen Überreste finden, empfehle ich dir diese Streichhölzer. Und mit Hilfe dieses Nostalgiekatalogs erzeugen sie ein prasselndes Feuer. Streichhölzer? Das wäre doch gemogelt. Ach was, gleich habe ich unser Feuer. Und zwar ohne irgendwelche faulen Tricks. Na gut, ausnahmsweise. Blöde Zweige auch. Liegt sicher am Holz. Am besten beschwerst du dich schriftlich beim Baum, Sir. Es geht doch nichts über eine selbst erlegte Mahlzeit. Irgendwie schmeckt das einfach besser. Und mit dieser tödlichen Jagdwaffe willst du die Tiere der Wildnis, die hier rumlaufen, bezwingen? Die Aborigines in Australien bringen ihre Beute auch mit dem Bumerang zur Strecke. Ich hab's gerade im Fernsehen gesehen. Aber denen steckt die Jagd auch im Blut. Sie ist bei ihnen Mittel zum Überleben und nicht nur ein flüchtiger Modetick. Ach, einen Stock schmeißen, das kann doch jeder. Psst, ich hab eine Mahlzeit im Visier. Aua! Naja, also viel schlimmer kann's nicht werden. Hey, ich kann nicht schwimmen. Ich brauche Nachschub. Sie sind einfach übermächtig. Hörst du wohl auf zu jammern, Wayne? Das übertönt den lieblichen Klang der Regentropfen. Das ist wie Weihnachten. Ein stilles, weißes, sauberes Weihnachten. Wo ist hier eigentlich das Klo? Guten Morgen, ihr tapferen Pioniere. Ich weiß nicht so recht. Ich werde den Eindruck nicht los, dass es euch beiden hier irgendwie nicht so recht gefällt. Ihr müsst also nur etwas sagen, dann fahren wir zurück. In unser schönes, ungezieferfreies Heim. Um ehrlich zu sein, anfangs war ich von dem Abenteuer nicht so sehr angetan, aber reine Luft, viele interessante Studienobjekte, günstige Begleitumstände. Oh nein! Wirklich, es ist riesig hier draußen. Hier könnte ich den Rest meiner Tage verbringen. Außer ihr wollt nach Hause. Das ist natürlich was anderes. Das war ja wirklich ein voller Erfolg, Julian. Weißt du, Tony, das eine sag ich dir. Es wird lange dauern, bis sich einer von denen wieder nach der guten alten Zeit sehnt. Und es wird noch viel länger dauern, bis Waynes ramponierter Magen wieder feste Nahrung bei sich behält. Hab ich recht, du jaulende Kotztüte?